So, und da sind wir wieder bei Tohomon, ich, der liebe Fudel und die sonnigste Cora aller Zeiten. Das letzte Mal haben wir Major Bob besiegt und verlassen nun Major Bob City, weil wir die Info erhalten haben, dass wir doch mal auf Route 2 vorbeischauen sollen. Na, jetzt habe ich Rumia, nee, Quatsch, hier, Dingensbummens vergessen. Das machen wir doch, nee, Quatsch, nicht hier raus. Da war doch hinten dieser Dicta-Tunnel, der hier anders heißt. Ja, und wir verlaufen uns auch schon wieder direkt. Das kommt davon, wenn man keinen Navigationscomputer hat. So. Genau. Das ist doch Dictas Höhle. Die ja hier Yamames Höhle heißt. Wer bist du? Aha. Ist das nicht eine Überraschung, dass ein Yamame diesen Tunnel gegraben hat? Der geht von Major Bob... Ah ne, er geht nach Vertania City. Guck mal doch mal. Hui! Ach ja. Du bist ein Yamane. Ne, du bist ein Rin. Nur mit dir kämpfe ich nicht mehr und hau mal kurz ab. So, wir trainieren andere Tohumon. Du bist doch noch Chibi, oder? Dann kannst du hier mitmachen. Hep. Ah ja, wer bist du? Du bist Utsuhu. Versuch mal dich zu fangen. Wenn du lässt. Gucken, hilft das? Ja. Zum Glück wurde ich nicht verbrannt, aber ich glaube, der kann auch gar nicht verbrennen. Hui! Es ist sehr effektiv. Dann fangen wir ihn mal. Los, Tohuor! Flieg und Sieg! Mhm. Ja. Ist ganz schön stark. Das könnte schon mehr helfen. Nochmal. Tohoor, Flieg und Sieg. Flup, flup, flup und... Yeah. Otushus, aha. Dann erzähl was über dich. Ein Höllenrabe, der... in der Hölle der brennenden Flammen lebt. Not, er ist nicht gut in der Hitze. Aha. Nein, geh in die Tohu-Box von Suns PC, der alle Tohus auf der Welt lagert. Zumindest von Kanto. So, du schon wieder. Was bist du eigentlich? Hast du da so eine Schubkarre oder so? Tut dir das hier weh? Warum machst du das? Warum machst du das? Da, Aquaknarre. Und jetzt? Ha! Flup! Ich geb dir mal besser, Paralyseheiler. Paralyse, da spaßt man nicht mit. Mhm, gehen wir weiter. Was kommt als nächstes? Saffronia City? Weiß ich gar nicht. Weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Hier, Aquaknarre. Das tut mir nicht weh. Aber das tut dir weh. Tja. Rin müsste nur so stark sein, dass ich es auch fangen kann. Naja. Level 26. Die ist aber niedlich. Okay, Kuishi. Die, irgendwie sollte auch hier... Ach, zu viele Tohumon in diesem Tunnel, wo eigentlich nur ein Pokémon drin ist. Ja. Aber dafür fangen wir dich jetzt. Poke, Tohu, oh, Flieg und Sieg. Everybody, Tohumon. So. Was bist du denn für eins? Aha. Sie wuchs auf, um ihre Fähigkeit zu hassen, People, also Leutes Herzen zu lesen. Und deshalb hat sie ihr drittes Auge geschlossen. Dramatisch, dramatisch. Flupp.
Und schon wieder. Ich liebe Höhlen, ja. Ah, Rinn schon wieder. Vielleicht stehst du ja, hältst du jetzt die Aquaknarre aus. Da. Also Rinn ist so ein Pokémon, ich würde es ja schon fangen, aber ich würde da jetzt nicht so viel Energie rein. Also ich werde da nicht so viel Energie reinstecken. Weil die ja eh nur für den Deck sind. Ja, ich hab dich gefangen. Das Wichtige hierbei ist, ich lasse euch auch an den Kämpfen teilhaben, weil die auch für mich so ätzend sind. Body Slam! Body Slam! Warum benutze ich nicht Aquaknarre? Ja. Ja, nehmen wir das nächste. Alice. Ja, die benutzt ja Feuerattacken und Alice ist ja überhaupt kein Eis-Pokémon. Psystrahl. Wer ist denn jetzt da an oberster Stelle eigentlich? Dieser Tunnel, der ist nicht so... Was bist du denn? Yamana! Aha. Schauen wir mal, ob wir dich fangen können. Ja, natürlich. Gegen das Boden-Pokémon komme ich mit Boden. Ja. Hui, wie mächtig! Mhm. Nehmen wir doch gegen dich. Dich. Ja. Wusstest du das irgendwie? Rasierblatt. Tot. Ja. Das schaltet jetzt so nach und nach all meine Tohus aus, ne? So, komm, Psystrahl. Was? Was ist das eigentlich für eine Es ist eine Käferattacke. Aurora-Strahl. Kann ich auch. Ja. Hörst du mal auf? Nicht sterben. Aber wenn ich jetzt so bedenke, du hast eine ziemlich mächtige Käferattacke. Ich meine, ich habe Rumia. Aber fang dich trotzdem. Los, Superball. Super Orb. Gut. Aha, besitzt die Fähigkeit, um Krankheiten zu manipulieren, wie auch immer. Aha. Das bedingt, dass die meisten sich von Yamane fernhalten, was scheinbar ein Mädchen ist. So, hier. Oh Gott! Lass mich doch einmal zwei Schritte gehen. Genau. Tenshi, geh. Wir hauen ab. Ich hätte wechseln können. Da bist du ja schon wieder. Du bist schwächer geworden seit gerade. So, ich wechsle mal zu Rumia rüber im nächsten Kampf. Ja, ja. Everybody, Rumia. So. Die hat wenigstens noch was von den Erfahrungspunkten. Wer bist du denn? Ein Feenpo. Die Satori. Wir haben uns schon mal gesehen, glaube ich, aber ich habe dich noch nicht gefangen. Aha. Hier, bis. Okay. Tja. So, da kann ich dich jetzt wahrscheinlich auch sofort fangen. Was? Na, nächste Runde mal versuchen. Ja, Spiegelcape nützt euch halt nichts.
Nochmal. Ja, daneben, das ist ja ein spannender Kampf. Du triffst nicht und ich kann dich nicht fangen. Was? Ja, Konter hilft dir auch nichts, weil ich dich nicht angreife, sondern fange. Konter hätte sie eben bei Biss benutzen müssen. Hm? Boah, schon wieder so knapp. Ja. Oh. Mimikry. Was, Mimikry? Oh, ich muss mir jetzt echt schwer überlegen, ob ich die Legendären fangen will. Aha. Okay. Nein. Genau. Nur mehr Tohumon fangen. Ich muss doch nur bis da vorne. Nur bis da vorne. So. So sieht das jetzt übrigens aus, wenn Satori stirbt. Oh. Als hättest du gewusst, dass ich angreife, aber da das sehr effektiv ist, hattest du keine Chance. Elchidi, Babelchidi. Wo kommt die Ah, du schon wieder. Mal gucken, ob du vielleicht bist du ja dieses Mal dabei. So, Ridden. Du wirst nun Opfer meiner Bissattacke. Tja, du scheinst wohl gegen alles anfällig zu sein. Also Cora hockt hier gerade auf mir, als hätte sie keine Wirbelsäule. Wie lang ist das Ding denn? Ah, Satori schon wieder. Und wieder Level 20. Los, Rumia. Und kaputt. War richtig Glück, dass ich das daneben gefangen habe. Ja. Oh Mann. Dich haben wir auch schon. Du solltest jetzt in wenigen Sekunden platt sein. Ich glaube, von dem kriegt doch gleich den EP-Teiler, oder? Ja, da ist die Leiter. Ich kann sie sehen. Ich muss gleich den ganzen Weg zurücklaufen. Hallo, Rin. Nimm das. Hui, und kaputt. Es geht ja immerhin schnell. So, komm ich... So. Ja, wir kommen hier richtig flott voran. Das wird so ein... ich glaube, dass dieses LP länger dauert als Gronks Minecraft Let's Play. Wir werden hier schon so an die 1000 Parts brauchen. Okay. Ganz ehrlich, ich will die ganzen Kämpfe auch nicht rausschneiden. Das dauert dann ja ewig. Wer bist du? Aha, du bist in den Felstunnel gegangen, aber es ist zu dunkel und grausam. Aha, ja, du brauchst Blitz. Wen haben wir denn hier? Hi, wer bist du? Ja, eins, das besiegt ist, kann immer noch Zerschneider und sowas benutzen. Nein, ich will nicht mit dir tauschen. Ich habe die mächtigsten Tohus. Und die tollsten. So, wo geht's denn hier lang? Ja. Los, benutze Zerschneider. So, hier will ich rein. Da, du. Hi. Ja, ich erinnere mich. Du bist ein Assistent. Gib mir HM5. Ja, hab ich. Ich habe 17. So, ist das Blitz? Ja. Das ist immer blöd, dass die... Ich glaube, die wollen, dass ich durch den Felstunnel gehe. Nee, ist aber blöd, dass man dann immer mindestens so viel haben muss und... Das nervt. Um dann irgendwo durchzukommen. Ich glaube, ich konnte doch irgendwo eine Erde...
Ja, ich schneide mal runter. Also vielleicht war das auch hier, wo ich Zerschneider benutzen konnte. Aha, Potion. Da. Ich habe mich erinnert. Da kann man Surfer benutzen. Wow. Ich bin begeistert. Okay. Heilen wir mal alle, gehen mal kurz in den Markt. Und versuchen noch zurückzukommen. So, und der Markt war hier. Was verkaufst du? Ja, ich möchte Sachen kaufen. Hiervon möchte ich mehrere kaufen. 10. Und hiervon möchte ich auch welche kaufen. 5. Ja, ich möchte etwas verkaufen. Nein. Nein. Hier. Möchte ich zu einem hohen Preis verkaufen. Das ist kein hoher Preis, aber meinetwegen. Ich habe die Nuggets immer früher aufbewahrt, weil ich dachte, die bräuchte man noch für was Wichtigeres. Aber wie das so ist, die scheint immer noch zu sein, weil es auch die letzte Arena ist. Hut 2. Ja, ich möchte es gerne niedermähen. Jung. Da möchte ich gerne durchgehen. Und das möchte ich gerne zerschneiden. Los, Momiji. Ist hier hinter was? Warum ist hier nichts? Ich will, dass hier was ist. So, also Rainer. Ja, ein Yamane getroffen. Ah! Ich finde Höhlen ätzend. Hui! Tja, schreck zurück. Ruckzuckhieb. Pass mal auf. Hier, bis. Das war's. Warum habe ich sowas nicht? Weil ich das wahrscheinlich nie kaufe. Nein. Ja, komm, Level abholen wir dir noch. Dann fliehe ich aber immer. Du bist eh platt nach diesem Angriff. Ja. So, Level up. Yeah. Und ich habe mich doch nur rumgedreht. Oh, wer bist du? Yugi. Yugi. Oh. Haha. So, schnell. Laufen, laufen, laufen. Nein, dich kann ich nicht fangen. Ich habe dich schon in einer größeren Form. Deshalb muss ich abhauen. Wo ist Dick da und Dick drin? Ah, 2 Meter laufen. Rinn, ey. Ja, zum Glück bin ich so viel stärker, dass ich fliehen kann. Was soll der Scheiß schon wieder? Du. Ich bin Level 27, ich bin zu mächtig für dich. Hui. Dich habe ich schon gefangen. Ja, was habe ich heute gemacht? Ich habe heute mal wieder seit längerem meine Eltern und ihre Hündin besucht. War mal wieder ganz nett. Das war Parasex-Laut, oder? Und, ja.
meine Hündin und also deren Hündin ist recht alt, die ist jetzt 8, 9, die kriegt schon Herztabletten und alles, aber die spielen immer noch ziemlich gern zusammen, also meine Hündin und deren Hündin. Meine Hündin ist ja gerade mal 2. So, ich... Egal wie lange das noch dauert, der Part ist erst vorbei, wenn ich hier draußen bin. Kommt echt noch eine Abzwei. Ich weiß jetzt. Jetzt kommen da 1000 von. Ja, und da gab's dann. Gab's Rotkohl mit Kartoffelpüree und Frikadellen. War lecker. Dann gab's abends bei mir noch Reibekuchen. Spannend, oder? Ich möchte ja bald mal einen Livestream ausprobieren, das habe ich bei anderen Let's Playern gesehen, das sieht auch schon ganz cool aus. Ich gebe euch mal einen Tipp, was es sein könnte, vielleicht wenn ihr die Folge seht, ist der Livestream schon gelaufen, aber vielleicht auch nicht. Es hat etwas mit Mettbrötchen zu tun. Vielleicht findet ihr raus, was es ist. Du schon wieder. Warum ist er noch stärker geworden? Ich hau lieber ab. Ja. Ich hab nämlich schon eins von dir. Ah, hier kann man echt mal nur ein paar Schritte laufen. Und was gibt's bei euch Neues? Schreibt's in die Kommentare. Los, Rumia. Achso, eine Kinderserie, die ich entdeckt habe, aber die sehr lustig ist. My Little Pony. Ich habe lang nicht mehr so viel gelacht bei dieser Serie. Ich glaube, das ist sowas wie SpongeBob. Läuft eigentlich im Kinderprogramm, aber ist nicht nur für Kinder. Guckt euch mal an. Gibt ganz viele Folgen bei YouTube. Ja. Also dieses Rinnen ist echt hartnäckig. So, und wieder sind wir aus dem Kampf geflohen. Und das Rinnen wird immer stärker. Das Yamane ist auch immer da. Ich will... Guck mal, das dauert nur länger, wenn ich dich fangen soll. Ihr habt doch diesen wunderbaren Tunnel gegraben. Und... Ah, ich sehe die Leiter. Nur noch 17 Kämpfe und dann bin ich da. Schon wieder. Utsuho. So, weiter. Oh Mann. Gleich sind wir draußen. Gut. Ah, endlich frische Luft. Gut, wir haben in dieser Folge die Dicta-Höhle, die hier irgendwie wieder anders hieß, erkundet und VM-Blitz bekommen. Sehr schön. Also, ich freue mich schon, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Tohumon mit dem lieben Fudel und der sonnigsten Chore aller Zeiten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.